gar nicht hochsterilisieren. Doch träum ich manchmal nach so 4-5 Bieren und meiner Fernbedienung in der Hand. Ich hätte das Nationaltrikot an. Ja, mit dem Jubel käme ich ganz gut zurecht. Das bisschen Fußball spielen wäre auch nicht so schlecht. Und auch ich hätte dieses Feingefühl beim Interview nach dem Spiel. Ja, unsere Jungs sind nicht nur auf dem Platz die Besten, nein, auch am Mikro souverän und charmant. Wir sind oft nicht nur verblüffend eloquent, sondern auch redegewandt. Und würde mich dann ein Reporter fragen, würde ich dir durch die Kamera sagen: Komm, steck den Sand nicht in den Kopf, Lolita, weil du weißt, dass dir das nicht gut tun tut. Du und ich, wir zwei, wir sind ein starkes Trio. Und wenn du weg bist, bin ich voller Wermut. Eines Tages hol ich für dich den Pokal und gehe ein in die Annalen. Und ich nehm dich mit, egal ob Mailand, ob Madrid, Hauptsache Italien. Rein emotional hätte ich nicht nur beim Spiel vom Feeling her ein ganz gutes Gefühl. Ein bisschen Geld wäre auch schon auf der Bank, lieber reich und gesund als arm und krank. Ich würde nachmittags mit den Jungs ein bisschen kicken und abends meine Freundin für fein ausführen. Mit dem Sportwagen ins Restaurant um 8, danach verliebt in die Nacht. Lass doch die Klatschpresse fotografieren und schmieren, und wenn sie fragen, würd ich ihnen für dich diktieren. Steck den Sand nicht in den Kopf, Lolita, weil du weißt, dass dir das nicht gut tun tut. Du und ich, wir zwei, wir sind ein starkes Trio. Und wenn du weg bist, bin ich voller Wermut. Eines Tages hol ich für dich den Pokal und gehe ein in die Annalen. Und ich nehm dich mit, egal ob Mailand, ob Madrid, Hauptsache Italien. Ja, ich bin selbstkritisch, sogar mir selbst gegenüber beim Rennen und denk beim Fußball 90 Minuten lang konzentriert ans nächste Spiel. Und auf dem Feld würde ich die Jungs aus Ghana an ihren gelben Stutzen gut erkennen. Beim Elfmeter haben alle die Hosen voll, doch bei mir läuft's ganz flüssig irgendwie. Steck den Sand nicht in den Kopf, Lolita, weil du weißt, dass dir das nicht gut tun tut. Du und ich, wir zwei, wir sind ein starkes Trio. Und wenn du weg bist, bin ich voller Wermut. Eines Tages hol ich für dich den Pokal und gehe ein in die Annalen. Ich nehm dich mit, egal ob Mailand, ob Madrid, Hauptsache Italien.